braucht jemand gerade was zu essen. Ich habe Dosenspeck offen, dann kann ich jemanden füttern. Nee, ich Ja, ich bin bin gerade voll. voll. Steffen? Ja, ich leider auch. Sonst hätte ich mal an deinem Speck geknabbert. Ich zwing dich einfach. Ich Warum nutze. steht denn der beim Nachladen immer wieder auf? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, weil er ein bisschen behindert ist. Ich nutze die Zeit mal zur Anmoderation. Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück bei DayZ PlayStation 4 mit dem ganzen Trupp. Hallo! Hallo! Ja, Kannst du das ein heute. bisschen schneller nochmal sagen? Gut, heute mal ganz kurz Airfield nochmal vorbeigucken. Oder brauchen wir das Airfield jetzt überhaupt? Wir wollen doch eigentlich was bauen. Wir haben doch schon jetzt alles, oder? Nein, ich brauche noch eine Panzerfaust. Ja, gucken wir kurz Airfield, schießen uns gegen, lassen uns über den Haufen schießen und dann fangen wir wieder vorne. Warum kotzt du schon wieder? Weil du ihn Weil ich will. Warum kotzt du denn So. jede Folge? Der frisst immer so viel in der Kotze. Immer diese scheiß Bulimie-Kranken, Vorspawn. Jetzt müsste irgendwo ein Sniper sitzen, ich würde so feiern. Zack, Daumen weggeschossen. Wir können los, ich bin soweit. Los, ab. Keiner weiß, Ich erinnere mich daran, dass ich mich immer vor euch auslocke. Oh, wir erwischen dich schon noch gar Aber wir nicht rennen auch richtig. mal wie die Behinderten übers freie Feld, ey. Wird nur noch, dass wir Ja, schreiend was hier ist? rumrennen. Hallo! Oh, blöd, dass uns keiner hören kann. Ja, das ist Kacke mit der Zack, hat er die Party. Rübe weggeschossen. Man weiß nicht, man kann es ja über Discord machen, aber dann müsstet ihr mal zwei Kopfhörer aufsetzen. Ich meine, bei mir geht das, aber bei den anderen halt nicht. Meine Ohren sind halt weil letztes Mal abgeflogen. Bei der Hitze ziehe ich so ein 5 hätte jetzt gerne, kein Problem. Plus Mütze. Die habe ich immer auf, hallo? Ich habe auch eine Mütze auf, weil mir kalt ist. Du immer. Ich habe jetzt gerade 16 Grad wieder bei mir. Oh, ich würde dir gerne dein Bein schießen jetzt. So, wie heißt das Kacknest da vorne? Ah ja, das ist das, wo wir uns getroffen haben. Also da hinten rechts hoch, da müsste das Airfield sein. Ja, da hinten ist es. Sieht wie eine Fabrik aus oder irgend sowas. Das links? Macht's gut, ihr Ja. Hippies. Rechts, ihr müsst weiter rechts. Ja, wir sollen uns doch nicht alle auf eine Stelle verteilen, hast du eben gerade noch rumgeheult. Ja, aber wenn ihr da straight einfach irgendwo anders hinrennt. So, oh, guck mal, da hinten ist was. Hallo! Ich find's halt immer nur gefährlich, mit Georg auf einer Linie zu laufen. Hast du Angst, Mit dass er sich Georg bist du messern immer oder sicher. was? Ja, einfach, Georg lässt einfach so vielleicht mal eine Granate fallen oder hoch, dann gar keine Oder packt einfach Mine. mal irgendwo Minen hin. In dem Dann würde ich Langweilig auch vertraue ich ihm raffen. alles zu. Jo. Was ist das denn hier für eine sinnfreie Brücke? Wegen dem Kleid. Oh ja, das macht Sinn. Guck mal da unten, der riesen Floß, da trinkst du ja. Ja. Oh, da hinten ist Warte ein mal, Airbag bis es wieder sitzt. Ausschuss. Was? Ja Wir und? fahren ja. Ja, die müssen ja da rüber. Ach Ah, so, das sind russische Autos. Wir echt sind hier mal. in Russland. Die können sonst wo lang fahren. Die sind alle amphibientauglich. Ja, so russisches Auto kannst du da unter Wasser nehmen. Ey, Muss nur Strohhalm mitnehmen. Ich hab mir da so eine Doku angeguckt in Sibirien, ne, wie die da so Essenslieferanten und so, wie die da durchdonnern. Alter, die machen das Ding auch nicht aus, sonst friert der Motor ein, ne? Alter, war der Hammer. Die haben das Ding Tag und Nacht an. Stell dir mal die Spritkosten vor. Immer noch billiger als einen neuen Motor zu kaufen, weil er zugefroren ist. Musst du nur warm pinkeln, das Ding. Das hilft aber nicht mehr, wenn da drin alle Dichtungen kaputt sind. So, Wer jetzt hüpft sollte man ein hier? bisschen aufpassen. So. Steffen ist die einzige Frau hier. Da ist Los Airfield, das Aber erwischt. ey, das fand ich gerade ein bisschen diskriminierend. Ey, wir müssen jetzt echt Ja. mal irgendwie so eine Armbinden mal craften. Damit wir uns so auch Oh Gott. erkennen.
Armbinden, ja, aha. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Weiß noch einer, wie das geht? Nein, ne? Nee, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich, vielleicht in den Kommentaren, vielleicht weiß es einer. Ja, ein Bandana hätte ich ja schon mal. Ich denke irgendwie so mit, oder? Hier ist noch eine Schutzweste. Wartet mal, der Georg ist im Haus drin, nicht, dass wir uns hier verlieren. Was ist denn eine Schutzweste? Ich habe auch, glaube ich, gar keine. Eine Schutzweste ist eine Schutzweste. Da drin ist eine. Du schützt dich. Gesundheit. Ballistische Schutzweste. Nice. Ein, oh, was haben wir denn hier? 25 Schuss USG 45 Magazin. Mhm. Mitnehmen. Ja, nicht noch mehr. Mitnehmen. Ich kann doch nicht noch mehr schleppen. Ich wollte gerade sagen, er hat doch so viele schon, was noch mit noch mehr. Was, wenn du eine SG5 findest? Ja, dann kann ich mich da immer noch drum kümmern. Da kann er auch, Zielvisier. Da kann er 4 Magazine von mir noch bekommen. Solange ich so eine Waffe nicht habe, gehe ich dann auch nicht auf Suche. Also, wenn es danach geht, muss ich ja so viel Scheiße jetzt hier mitten rumschleppen. Wird das gerade wieder Georg, dunkel? Bist du noch in dem Gebäude? Ich weiß es nicht, ich glaube. Alter, was sucht ihr denn immer für Server aus? Wir finden wenigstens einen. Wo es dunkel wird? Wo es bisschen hell ist. Liegt er da im Gras und motzt? Naja, ich guck mich auch die ganze Zeit um. Also noch ist es hell genug. Bist du immer noch im Anfangsgebäude? Ich bin hier in so einem großen Kasernengebäude. Du bist gar nicht mehr da. Aber wir warten vor der Tür noch auf dich. Okay, nee, ich bin in einem anderen Gebäude. Oh! Ja, woher soll ich wissen, wo ihr wartet? Naja, vor der Tür, wo du reingegangen bist. Als hätte er mal sagen müssen. Komisch, aber letztes Mal habe ich hier so viel Munition und so gefunden. Heute jetzt gar nichts. Ich gehe mal eine Etage höher. Jo. Georg, du bist unterste Etage jetzt, ne? Ja, ich komme jetzt raus. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ja. Oh, hier sind schon alle Türen offen. War hier schon jemand oder was? Stimmt, Georg. Hm. Oh, es liegt doch nirgends was rum. Oh, dann kann ich mir das ja auch sparen. Wird schon wieder dunkel. Dumme Scheiße. Hm? Wer kämpft da? Ich. Anton. Ein Zombie. War du Nervsack, ey. Hier ist so ein großer Rucksack mit 35 Plätzen. Shit, hat noch jemand Stoff? Plätzen? Glaube ja. Vorsichtig, komm wieder. Musst du da rumlaufen, da irgendwo ein Regenmantel oder eine Mütze. Hier, hab nochmal liegen lassen, 20 Stück. Wunderbar. Nochmal 20. Sag mal, wo nimmst denn du jetzt auf einmal so viel Muni her? Was ist ein Arsch. Jetzt kann ich echt mal mein Gewehr wieder laden. Nochmal 8. Nochmal 8 habe ich hingelegt. Wunderbar, dankeschön. Dürfen wir uns ein anderes Plätzchen und... Jo, wo rüste ich denn diese blöde Dings aus? Was? Die was? Beste. Neben der Jacke. Oh Gott, beim nächsten Mal einloggen sind wir voll auf der Zielscheibe, ne? Das wisst ihr. Also ich wollte es jetzt nicht gesagt haben, es ist ja noch hell genug, warum laufen wir nicht weiter? Ja, da hinten ist noch ein Wald. Gerade durch jetzt, gerade. Ja, deswegen, also ich raff das gerade nicht. Ist ja nicht so, als wenn man schon gar nichts mehr sehen würde. Ich hab dunkler. Was war denn das bitte? Sonne weg und auf einmal war der Mond da. Also klatsch auf einmal richtig dunkel. Das hat gut gepasst jetzt. Was für Leute sind hier unterwegs, Alter? Der eine ist nur am Saufen, der andere ist nur am Fressen. Georg versucht ständig irgendwelche Leute abzuknallen, die gar nicht da sind. Ja, wenn ich ein paar sehe, dann töte ich die. Sag ich doch, siehst du? Typisch Russland. Du hast bestimmt Feuerpilze gegessen.
Unser Kampfrusse. Sollen wir vielleicht kurz auf den Steffen warten, bevor wir jetzt weiter latschen? Ist er auch noch nicht da? Nö. Nee, ich musste ja 80 Sekunden warten. Ich spawne jetzt gerade. Da bist du, hinter dir sind wir. Will in die City. Ja, ich auch. Party machen und City. So. Irgendwas, ja, dann los. War was ziemlich voll. Dann gehen wir, oder? Ja, ich finde hier eh nichts. Also ich habe hier jetzt nichts Sinnvolles gefunden. Wer fehlt jetzt noch? Ich weiß jetzt nicht. Der Steffen. Wer hat einen Kompass? Ich komm zurück. Ich hab einen. Wer schießt hier? Ach so. Oh, Alter! Fängt der an mit Baumfällen hier. Mach weiter. Bah, bin kletter. Mann! Auch noch 12 Sekunden. Ich dachte, er schlägt jetzt im Baum irgendwas ein. Wollen wir an der Straße entlang laufen? Nee, oder? Ach, querfällt ein. Kann nicht mal bitte jemand an die Hand nehmen, wenn wir über die Straße gehen? Hier ist nur irgendwo ein Zebrastreifen. Wir treten nicht rüber. Ich darf ich nicht rüber gehen. Hier gibt's kein Zebrastreifen. Hat keiner gesehen. Hast du schon mal in Russland irgendwo Zebrastreifen gesehen? Ich war noch nie in Russland, da traue ich mich doch nicht hin. Georg, gibt's da sowas? Nein, sowas gibt's nicht. Siehst du? Die Leute gehen gibt's auch keine Autos. Die gehen nicht über die Straße. Du brauchst Zebrastreifen. Die gehen auch nicht über die Straße. Weißt du, wie die da fahren? Ne? Fahren sie die alle um? Die warten nur drauf, dass einer mal über die Straße geht. Ja. Da ist einer, Gas! Hä, warum habe ich denn jetzt Wassersymbol? Ich bin doch gar nicht durchs Wasser gelaufen. Ja, eben. Ja, ich auch. Regen auch. Es regnet? Nee, ich weiß. Regnet das bei euch? Bei mir nicht. Eigentlich nicht. Nö. Vielleicht Nebel oder sowas? Weil es ja gerade so gestürmt hat. So feuchter Nebel. Naja, vielleicht hast du mich gerade gepupst. Oh, ISO nass. Boah. Boah, wo noch Land mit dabei ist, ey. Ja, nee, das ist ein Land unter, das macht nix. Also voll durch die Hose durch, dass dir der Schmarr da oben noch rauskommt. Boah. Deswegen habe ich solche Siebeinlagen, die verteilen das stärker. Ich glaube, der Priester hat uns da hinten mitgekriegt. Und jetzt kommt er. Ja. Mir ist kalt. Das ist schön. Nicht schießen! Oh Mann. Es ist zu spät. Ja. Jetzt schießt er nicht mal mehr weiter. Ja, der leckt, wenn ich ziele. Hinterkommen. Ja, ich kann nicht drauf schießen, wenn er mir hinterher rennt. Hat er was bei der Priester? Nö. Hat's nie mal gelohnt. Scheiße, da kommt wieder einer. Kommt zwei. Axt der Barmherzigkeit. Mein Priester gibt's in mir. Alter, renn doch nicht vor mir, Mini Fuzzi. Alter, so ein. So, es regnet. Ja, wir müssen es irgendwo drunter stellen. Komm, wir gehen in die Kirche. Ja. Priester sind ja jetzt tot, jetzt können wir sicher. Werden wir wenigstens müssen hier, nicht mehr müssen hier weg, weil sonst kommen wir da gleich hier. Schnell, weil. Ja. Er kommt doch einfach hier rein, dann müssen die alle durch die Tür. Mach die Tür zu, da kommen sie gar nicht rein. Doch, dann rennen sie die ganze Zeit ums Haus und suchen dann irgendeinen Eingang. Huh, hier ist kommt mal. Hier ist schön. Ich mach mal ganz kurz. Ja. Mach mal die Tür auf. Ja, ich mach hier hinten auf. Vorsicht, ich stehe ruhig. Ich bin gerade mitten am Nachladen. Ja, süß. Alter, was ist das? Hä, warum blut ich? Ja, du blutest. Ich weiß nicht. Ja, aber warum? Da brauchst du nichts mitbekommen. Ich habe aber auch nicht irgendwie Trefferfeedback gesehen. Nö, ich auch nicht.
Vielleicht war es zu nah. Du warst an deiner Hirne. Ja, bei der. Achso. Ich hab schon, danke. Zu nah an meiner an meinem Mündungsfeuer dran gewesen. Geh mal weg von mir. Ich hab die meiste Munition. Aha, was denn? Bleibt denn das? Fenster? Was? So. Ach, über da oben rüber kommen die Schweine. Boah, ein rumgeballert hier. Huch. Warte, muss nachladen. Genau. Wie viele kommen denn hier noch? Oh, wie viele wohnen da noch, ey? Halb doof aus. Oh, die haben aber viel zu trinken bei. Geil. Und Seile. Seile? Ja. Und so Fesselspielchen machen oder was? So, ich habe jetzt zwei Dosen wieder dazu gekriegt und einmal Seil. Geil. So, ich muss meine Munition mal nachfüllen. I'm walking down the streets. I'm walking. Okay. Yes. Wow, hier ist irgendwo ein Zombie. Oh, hat jemand geschossen? Ja, hier schießt jemand. Ja. Ich glaube, wir müssen zurück. Das kam von rechts irgendwo. Das kam von hier rechts irgendwo. Ja, da hinten. Ja, hier vorne irgendwo. Versteckt euch. Das ist weit weg. Ja. Ah, da hinten ist so ein kleines Militärlager und von dort hinten kamen Schüsse. Ja. Sag mal hin, geh mal hin, oder? Lohnt sich das? Ja, bist du Action. Bevor wir jetzt 3 Kilometer laufen. Ja. Ach, da ist die Military Base hinten, wo wir vorhin waren. Ja, also von den Schüssen her würde ich sagen, sind maximal 2, weil ich eher auf einen tippe. Also unmöglich wäre es natürlich nicht. Ich habe aber kein Visier, gar nichts. Ich muss hier mit Knoll und Korn arbeiten. Jo, ich auch. Es geht schon. Was machen wir jetzt? Weitergehen. Ja, einfach weitergehen. Also nicht dorthin gehen. Nee. Das macht noch keinen Sinn. Vielleicht kreuzt ja unsere Wege. Selbst dann müsste man ja nicht sofort erschießen. Ja, aber ja. Davor. Ah, das ist der Steffen. Das bin Gott. Ich, mein Gott, Jungs, ey. Ihr seid aber auch sowas von total paranoid, ey. Nervös. Ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit zu viert rumrennen, Alter. Dann kommt der vierte Mann wieder aus der Deckung und da ist jemand feuerfrei. Ah, ist das gut. Wenn hier scharf geschossen wird? Ja, Schafe. Dann, So gut, das wir müssen, glaube ich, noch mal etwas trainieren, was das angeht. Ah ja, natürlich. Ich muss noch meinen Rauchmelder ausstellen, fällt mir gerade mal so auf. Alter, wir müssen das mal machen. Wir gehen in so eine Anfangsstadt, ne? Und dann sagen wir der Community Bescheid, ey, bewaffnet euch. Und dann treffen wir uns in der City. Welcher Community? Ja, meiner, da können wir uns übel das Feuergefecht machen. Du möchtest ja echt mit diesen ganzen Chaoten. Also, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Lass doch schieflaufen. Alle weg, wenn du stirbst. Naja, alle gegen alle. Was meinst du, was da los ist? Ja, das funktioniert ja auch immer so gut, ne? Ist ja meistens nicht so, dass dann alle gegen den YouTuber sind. Ach, wenn die sich untereinander treffen, dann schießen sie sich auch über den Haufen. Nee, gerade wenn da so eine Fünfergruppe kommt. Ja, dann können wir einfach nur warten. Wir geben denen eine Stadt vor, lassen die sich alle gegenseitig abklatschen und wir looten dann, was übrig bleibt. Ich muss langsam pissen, ey. Was laufen? Ja, ich hab schon ein bisschen. Ich hab 3 leere Wasserflaschen, komm her.
Also langsam brauche ich auch mal wieder eine Wasserquelle. Ja, da gucken wir mal im nächsten Dorf mal. Ja, ich weiß nicht, nur was mit der Alten los ist. Wie viel sauge ich so, ey? Ich glaube, die hat ihre Tage. Boah! Ey, die muss die Flüssigkeit aus halt klar halten. Die nervt ganz schön. Ja, die stresst doch übel. Nur weil sie sich nicht ranlässt. Jetzt warte mal ab. Ich bin kein Pirat. Kein guter. Alter, was bist du denn für ein Kapitän? Ja, eben. Was siehst du, Georg? Dein Kopf. Da war einer hinter dem Busch. Welchen Busch? Da hinten. War einer oder denkst du? Sah so einer aus. Alter, rennen die alle vor mir rum. Hey, wir gehen mal weg! Ist dir sicher? Dass hinter dir eine Mauer ist? Welchen Busch eigentlich? Da sind viele. Da wo die Bäume in der Mitte sind. Bäume in der Mitte. Da sind Bäume. Ich sehe im Feld nichts. Da sind überall Bäume. Also ich sehe auch keine Bewegung. Aber er hat recht, das hat gerade übelst gelaggt bei mir. Da ist eine Straße oder irgend sowas, ja, da sind weiße Pfeiler oder sowas, vielleicht habt ihr euch da verguckt. Nee, nee, wenn es laggt, dann ist es meistens so, dass da irgendjemand in der Nähe respawnt. Unten links ist ein Zombie. Bei dem rötlichen Dach. Zwei. Ich werde mal auf Spezialke wechseln. Dass ich hier nicht wieder rumballere. Ach, Georg. Unglaublich. Ich guck mal vorne, was das für eine Stadt ist. Da vorne läuft irgendwas, Zombie. Das ist. Das ist Rokovo. Sehr gut, das ist immer genau richtig. Hier wolltet ihr hin? Ja, also. Zwischenstation. Wasser holen und so. So, hier ist sind doch die Türen alle zu. Ja, Rokovo gibt's Wasserstelle. Hier okay. Sind ein Haufen Zombies. Wo, Haufen? Ich sehe noch. Wegmachen. Fühlt mich da ja nicht sinnlos mit Zombies an. Der Georg da hinten. Oh, Anton, shit, das sind ja zwei. Anton ist umzingelt. Ja, das geht schon. Weg mit den Nutten. Ja. Du kommst zu spät, Georg. Bin ich verschießt da hinten Angst. Lang? Ja, ich such gerade das in den Brunnen. Klatschen hier alle Zombies weg? Hinter dir, Georg? Hey! Vollidiot! Alter, du triffst auch wirklich gar keinen hier. Nee. Und wir laufen ja, echt schon. Wie die Behinderten. Wie viele Leute sind denn auf dem Server drauf? 40, 50? 60. Ich glaube. Ja, das ist doch auf so einem riesen Server, Alter. Hier könnten 600 drauf sein. Da würdest du vielleicht mal einen treffen, aber mit 60 Leuten auf diesem. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du hier oft mal jemanden über den Weg läufst. Außer vielleicht ach, wirklich doch, in doch. So Brennpunkten wie Airfield. Ah, ja. Yeah. Haben wir uns auch gedacht. Ah, am Rand der Karte einfach mal lang. Ja, leckt richtig. Vor kurzem bin ich mit der Dame gelaufen. Da ist auch einer in der Bude gehockt. Also man trifft hier schon ein paar Leute. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon zwei, drei, aber also ich würde mir deswegen jetzt hier nie groß Sorgen machen, weil bei der Größe der Karte, wenn du da mitten durch die Pampa rennst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Ja, ich habe schon ziemlich oft jemanden getroffen. Gerade unten an der Küste wird es am schlimmsten, denke ich mal. Weil da die meisten, ja, das kann ich auch. Auch wenn du voll equipped bist und nichts mehr brauchst, dann rennst du auch runter zur Küste und machst die Kleinen nieder. Also, wir machen das natürlich nicht, aber so machen das viele. Wir machen das nicht. Ich dachte genau deswegen gehen wir jetzt da runter. Ich will dir unten eine Base bauen. Gedacht.
Direkt am Strand? Ja, nicht am Strand, sondern auf einem Haus. Am Strand. In der Nähe. Ich wollte schon immer mal eine Strandhütte haben. Ja, wenn schon oben oder so auf dem großen Dach. Ja, ja. So Big City oben auf dem Dach. Ja. Big City Lights. Da brauchen wir auch. Ah, ich Nägel. Achso. Du hast nicht gesehen. Ja, ach, stimmt. Nägel. Mhm, und Nägel, ja. Und ich Hammer. Nägel. Und hier Dings. Hammer habe ich schon gefunden gehabt. Die Säge brauchen wir ja, auch. Ja, scheiße. Warum lockst du denn so? Ah, die rennen alles zu mir! Das ist ein bisschen ungünstig hier. Vorsicht hier. Oh! Das war jetzt nicht gut. Ich hab eine Trophäe bekommen. Was? Ja? Erbarme dich. Oder irgendein letztes das Erbarme oder irgendwas, die hab ich schon noch bekommen. Alles weiter, wenn wir uns übelst Krach gemacht, dann müssen wir nicht auf dem freien Feld rumstehen. Nee. Wo kamen denn die jetzt auf einmal alle her? Na, irgendjemand stand, ich weiß nicht, wer von euch war, stand mitten auf der Straße, hat den Zombie die ganze Zeit angeguckt. Der ist der erste losgerannt, da kamen die Resten. Ich hab nicht mal einen Zombie gesehen. War denn das gewesen? Ich hab nur gesehen, ach, dass der Russe eine Mauer gewesen kam. Ich stand hinter euch, der ist aber hinter euch wieder gelaufen, nicht hinter mir. Ja, aber ich hab dich ja beobachtet, du standest da, der Zombie guckt die ganze Zeit ab, der ist auch nicht zu dir, sondern zu uns. Ey, wenn du gehockt die ganze Zeit rennst, ne, der verbraucht das übel viel Wasser. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich höre nur so ein Keuchen hinter mir, denke, was ist denn los? Dreh mich um. Das ist eine irgendwie sehr krasse Unlogik, aber egal. Wir laufen mal in der Beuge. Gewölbt ist ja viel anstrengender. Ja gut, stimmt. Oder du kannst das sehr gut. Übrigens, Anton, deine Hose ist schon wieder kaputt, ne? Wie bitte? Ja, Er ist bei der Georg, in dem ständig hinten am Arsch hängt. Und wer ist das hier vor mir? Georg, deine Hose ist auch kaputt. Meine bestimmt auch. Wie die Mutti, hey, deine Hose ist kaputt. Ja. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Und wie du wieder aussiehst. Löcher in den Hosen. Oh. Bist du nicht da hinten in dem Haus? Ja, das bin ich. Ah, Gott sei Dank. Dosenöffner. Wer braucht einen Dosenöffner? Ich habe eine Dose, deswegen habe ich auch einen Öffner dabei. Ich habe einen Anglerhut. Ich habe leider schon einen Anton. Und Anton fängt wieder an zu pappeln. Ja. Kannst du dir da irgendwo was zu essen geben? Steht Anton hinten auf der Straße und tanzt. Der lockt die Gegner an, ich sehe das genauer. Mann, ich kann nicht mal über so einen winzig kleinen Zaun drüber springen. Wie unsportlich ist denn die Troller? Da war ein Furz-Zielfernrohr, ein Puh-Zielfernrohr. Ein Puh-Zielrohr. Ja, für Mosin. Ey, guck mal, in den Gewächshäusern kannst du wirklich was anpflanzen. Cool. Ach nee. Hier ist ein grüner Schutzhelm. Voll praktisch. Ich hab einen Jutebeutel gefunden. Ja, kannst du einen über den Kopf ziehen. Ups, Mann, was ist da? Jute? Dafür habe ich eine Gasmaske. Ja, ich meine, aber die kannst du an anderen über den Kopf ziehen, die Hände zubinden. Ach so, geil, Fesselspießen. Ja, geil. Ey, hier ist eine Wippe. Geil. Ich will mitwippen. Hier ist eine Brechstange. Oh, du laberst schon wieder, hör auf damit. Ey. Du bist zu fett, ich komm nicht runter. Hier ist ein Sandkasten. Boah, jetzt werden wir. Wenn wir jetzt erschossen werden, das wäre lustig. Da würdest du sogar lachen. Alter, ich hab das Huhn getötet! Du bist ein Held, Junge. So, und jetzt. Komm, scheiße. Wie kann ich das denn jetzt aufnehmen? Mit dem Messer. Ich glaub, das musst du erstmal halten.
Sehenswürdigkeiten betrachten in DayZ. Was denn für Sehenswürdigkeiten? Na, da ist eine Kugel. Das ist. Ja, keine Ahnung, das ist ein Russendildo. Guck. Hey, das ist eine richtige Ranch, Alter. Ja, hier können wir leben. Na, hier, super. Hier hausen wir denn. Ja! Ja! Oh, ich glaube, wir schaffen das heute eh nicht bis da runter. Das bezweifle ich auch sehr stark. Boah, ist ein hier, Auto. Hier ist ein Auto. Wenn wir das zusammenbauen könnten, dann könnten wir hier rumfahren. Das wäre witzig. Alter, passen wir sogar alle rein. Cool. Ich würde einfach sagen, wir setzen uns da rein und Anton schiebt. Ja, von wegen so. Nee. Oh, darf ich dich mal rasieren, Mister? Ich muss jetzt erstmal was essen, es ist schon rot. Ja, unbedingt. Aber was. Du musst mal Mini-Fuzzi rasieren, dann kriegt er eine Trophäe. Stimmt, wo bist du? Geh bloß weg. Wer ist links dran gelaufen? Wo bist du? Aus. Los, jetzt rasieren wir ihn. Ja, ansonsten fesseln wir ihn und dann rasieren wir ihn. Da ist er. Oh, ich muss jetzt erstmal was essen. Er stand ja da vor dir. Wo ist er? Steht kann er nicht rasieren. Was? Man kann ihn nicht rasieren. Achso, ist ja eine Frau, stimmt ja. Oh Gott. Gibt's erstmal eine Intimrasur hier? Ja, das wäre auch mal echt dringend nötig langsam.